Dies hier ist also das Protokoll unterschiedlicher und wechselhafter Geschehnisse sowie unfertiger und mitunter gegensätzlicher Gedanken, sei es, weil ich selbst ein anderer geworden bin, sei es, weil ich die Dinge unter anderen Voraussetzungen und anderen Gesichtspunkten betrachte. Daher mag ich mir zwar zuweilen widersprechen, aber der Wahrheit, wie Demates sagte, widerspreche ich nie. Könnte meine Seele jemals Fuß fassen, würde ich nicht Versuche mit mir machen, sondern mich entscheiden. Doch sie ist ständig in der Lehre und Erprobung. Es ist gar nicht so selbstverständlich anzunehmen, dass ich ein eigenständiges Ich habe. Es gibt, ich glaube, Kulturen und auch Phasen in der Menschheitsgeschichte, wo man nicht den Eindruck hat, dass man selber jemand ist. Also das Ich muss überhaupt erst entdeckt und entwickelt werden. Und in manchen Kulturen ist die soziale Beziehung so stark ausgeprägt, die Du-Evidenz so offenkundig, dass ich mich selber gar nicht als ich selbst definiere. Also ich glaube gerade, meine persönlichen Erfahrungen im asiatischen Bereich deuten darauf hin, dass diese Anbetung des Ich als eigene Identität, das eher eine kulturelle Sache unserer Tradition ist. Die Frage verrät natürlich ein ganz bestimmtes Vorurteil oder eine uns allen, will ich sagen, gemeinsame Intuition darüber, wie das System aufgebaut sein sollte und funktionieren sollte, nämlich dass es als hierarchisches System gedacht wird, in dem es Kommandozentralen gibt, Bewertungsinstanzen, Entscheidungsinstanzen und schließlich die Instanz, die die Handlungen initiiert und schließlich auch die Instanz, die ich sagt. Nun ist das eine Vorstellung, die aus der Intuition kommt, aus der Selbsterfahrung, die aber in Konflikt steht mit dem, was der Neurobiologe findet, wenn er diese Gehirne untersucht. Man stellt dann fest, dass es diese zentrale Instanz nicht gibt, sondern dass das ein ganz distributiv organisiertes System ist, in dem alle Teile zu jeder Zeit miteinander kommunizieren und insgesamt in ihrer nicht weiter reduzierbaren Gesamtheit das darstellen, was wir als die Persönlichkeit oder den seiner selbstbewussten Menschen definieren. Der falscheste Satz, den es in der Philosophie gibt, wenn ich ihn von der Ebene der Neurowissenschaften, der Psychologie oder der Alltagspsychologie betrachte, ist der Satz von Descartes, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Ich denke nicht, sondern, ich glaube, Nietzsche hat das mal gesagt, es denkt. Und dann retrospektiv, wenn ich Anführungszeichen, anfange, zurückgezogen zu reflektieren, erfinde ich überhaupt erst dieses Ich. Also wenn überhaupt, dann könnte man vielleicht sagen, ich dachte, also bin ich. Es ist eine erstmal aussagelose Wüste von Erhebungen auf dem Papier. Die Schrift besteht aus 6 Punkten. Es gibt nur 63 Kombinationsmöglichkeiten mit dieser 6-Punkte-Matrix. Es ist ein ganz von individuellen Erscheinungs- oder Merkmalen ist die Schrift ganz, ganz weit entfernt in einem nur technisch reproduzierbaren Angelegenheit und trotzdem.
dass sich aus diesen geformten Klängen, die so wirklich im Gehirn sich zu irgendwie einer Musik verbinden, dass mir es dabei warm wird oder zumute oder traurig, wenn eine entsprechende Geschichte oder Wörter oder Handlung sich da abspielt. Das ist ja schon ein Wunder. Ich denke, im Augenblick stellen sich uns Gedanken dar als Inhalte der stummen Sprache. Gedanken ohne sprachliche Fassung sind eigentlich nicht vorstellbar, weil Gedanken ja im Gegensatz zu Emotionen rationale Inhalte repräsentieren. Und das scheint an die Sprache gebunden zu sein. Man weiß aus Untersuchungen mit der funktionellen Kernspintomographie, also einem Verfahren, das nicht invasiv Hirnaktivität beim Menschen abzubilden erlaubt, wenn auch mit geringer räumlicher und zeitlicher Auflösung, dass beim Denken, also beim stummen Sprechen, etwa die gleichen Areale im Gehirn aktiv werden wie beim lauten Sprechen, mit Ausnahme der ganz peripheren motorischen Areale, die man natürlich braucht, um Artikulation zu erzeugen. Das Lesen klappt heute nicht mehr. Ich kann nicht mal noch kurz. Das habe ich nicht mehr registriert. Ob das 316 war oder was, war etwas über 300 oder irgendwas. Und dann kam 569-369-131-4764, aber bei der 31 bin ich mir auch nicht sicher. Weil die 31 schon woanders vorgekommen ist. Von an. Also Zahlen empfinde ich wie Freunde. Ich habe zu verschiedenen Zahlen, also gewisse Beziehungen. So finde ich zum Beispiel die einstellige Zahl 5 besonders sympathisch. Und bestimmte andere Zahlen, wie zum Beispiel 137, sagen mir auch sehr zu, weil sie Primzahlen sind. Zum Beispiel habe ich ja meinen ersten Weltrekord mit der 137. Wurzel erfolgreich versucht. Ich habe in 13,3 Sekunden die 137. Wurzel aus einer 1000-stelligen Zahl ziehen können. Ich habe noch keinen Teil, das ist hier in Aussicht. 555, 309, 384, 395, 381, 394, 495, 414, 322, 477, 531, 728, 424, 782, 14. In der Zeit versuche ich, Assoziationen zu schaffen, indem ich überlege, dass zum Beispiel die vierte bis sechste Ziffer ein Sechzehntel der siebten bis neunten Ziffer war. Und auf diese Weise versuche ich mir eine Merkregel aufzustellen, mit der es mir dann gelingt, diese Ziffern zu erinnern. Okay, ich versuche mal, gehen wir einfach mal ein. 9, können wir mal sehen. 7, 8. Also die Fehler sind meistens mehr am Anfang immer. 4, 2, 4,
2, 0, 1, 4, 5, 8, 8, 1, 5, 8, 3, 0. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass die nähere Umgebung um mich herum diese Fertigkeit nicht hat. Ich habe sogar sehr an mir gezweifelt, wenn Hundertschaften also zu anderen Lösungen gelangt sind als ich. Da habe ich mir gedacht, dass ich wahrscheinlich falsch gedacht haben muss. Und ich habe es auch nicht mal für möglich gehalten, überdurchschnittlich intelligent zu sein. Also man weiß ja, dass es mehrere Arten von Intelligenzen gibt. Als unser Verein gegründet wurde vor über 50 Jahren, war primär im Gesichtsfeld die intellektuelle Hochbegabung, sprich das logische, mathematisch-logische, naturwissenschaftliche Denken. Und deshalb zu testen, und zwar in zweierlei Weise, einmal nonverbal, das heißt möglichst kulturunabhängig mit Symbolen, sprachfrei, und ein weiterer Test, der sich mit der Sprache befasst, wo auch Sprachaufgaben drin sind. Mit dieser Kombination hoffe ich, dass wir relativ bildungsunabhängig prüfen können, auch fremdsprachige Interessenten testen können. Und es ist auch durch die Vielzahl von Fragen, sind fast 400 Fragen, ist sichergestellt, dass wenn jemand irgendwo in der Ecke eine Begabung hat, dass wir die auffinden. Wir wissen ja, dass die Intelligenz normal verteilt ist, wie andere biologische Faktoren, wie zum Beispiel Größe, Körpergewicht oder so. Das heißt, es gibt 50% Mittelstock, und dann gibt es 25%, die sind etwas drunter, und 25%, die sind drüber. Das heißt, 50% aller Personen, jeder zweite Mensch auf der Straße, der hat ein IQ von 100 oder sagen wir 95 bis 105 oder 85 bis 115 in diesem Streubereich. Aber Sie dürfen nicht vergessen, die ganze Intelligenzforschung und die Intelligenztestentwicklung hat ja eine Geschichte, ist etwas länger her, und die ganzen, wie soll ich sagen, Theoreme basieren ja auf den Annahmen von vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Also wenn man heute Intelligenztests entwickelt, und das tut man, dann sehen die ganz anders aus. Die beinhalten dann auch mehr das praktische Wissen, dann auch noch Kreativität, Fantasie und solche Sachen. Nicht nur die reine Logik. Wenn man außergewöhnlich intelligente Leute fragt, was ist denn bei dir anders? Man kann das nicht sagen, weil man nur sich selbst als Vergleich hat und weil einem die ganzen Fähigkeiten ja auch nicht bewusst sind. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ich wusste gar nicht, dass ich singen kann, oder ich wusste gar nicht, dass mir das so gefällt, dass ich das so kann. Also es ist irgendwie angelegt. Es ist angeboren, es ist in einem drin, und wenn man es nicht nutzt und abfragt, ist es einfach, die Ruhe ist still. Thank you.
Das Gehirn verfügt so über einen Integrationsmechanismus. Automatisch wird Information bis 2-3 Sekunden zusammengepackt. Und dieses ist so eine Arbeitsplattform. Und ein zeitliches Fenster, in das hinein mentale Inhalte, Gefühle, Wahrnehmungen, Erinnerungen projiziert werden. Dass dieses in der Tat eine so wichtige Rolle spielt, merkt man dann, wenn man mit Menschen zu tun hat, bei denen diese 2-3 Sekunden Segmentierung nicht mehr funktioniert. Es gibt also Patienten mit Hirnstörungen oder Patienten mit Schizophrenien oder bei manchen, die an Alkoholismus leiden, wo diese zeitliche Integration nicht mehr in dem Zeitbereich abläuft, in dem wir üblicherweise handeln. Und da merkt man, was für eine ungeheure Anstrengung es ist. Und auch die, man wird nervös, man wird ärgerlich, man reagiert auch sofort affektiv, wenn der andere in einem anderen Zeitbereich redet. Also jeder hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass jemand, der sehr langsam spricht und nicht zum Ende eines Satzes kommt und ohne Prosodie, das ist eine richtige Herausforderung. Oder wenn ein Professor eine Vorlesung vorliest viel zu schnell, dann hat er auch nicht mehr die zeitliche Segmentierung. Das ist einfach, das ist eine ganz andere mentale Tätigkeit, die da erfordert wird. Dann nehmen wir ein ganz anderes Beispiel aus dem sportlichen Bereich. Ich kann eine Bewegung mit hoher zeitlicher Präzision nur vorbereiten, also planen, bis zu etwa 2-3 Sekunden. Darüber hinaus ist es nicht möglich. Wenn man Experimente durchführt, indem man nachprüft, wie lange kann man eigentlich etwas festhalten? Dann stellt man fest, dass wenn ich nach 3 Sekunden etwa unterbrochen werde, wenn ich eine neue Information bekommen habe, dann zerfällt das schlagartig, dann kann ich es nicht mehr behalten. Das heißt, um etwas längerfristig im Kurzzeitgedächtnis zu behalten, muss ich Innerliches immer wiederholen. Also die nennen das die Psychologen Rehearsal. Nur dann kann ich es festhalten. Aber normalerweise ist die Haltezeit für neue Informationen nur etwa 3 Sekunden. Nun, was passiert jetzt auf Ihrer Seite? Der Hörer ist voll synchronisiert meistens mit dem Sprecher. Das heißt, durch meine Rede, durch meine Satzaussagen, Phrasen nennen das die Linguisten, werden Zeitfenster bei Ihnen initialisiert. Und so ist dann Kommunikation, das ökonomisch auch ausgenutzt wird. Durch die Synchronisation brauchen Sie gar nicht mehr das letzte Wort eines Satzes hören, weil es prädiktiv ist, nicht wahr? Das heißt, es ist außerordentlich ökonomisch, wenn man solche Synchronisationen hat auf der Handlungsseite, auf der aktiven und passiven Seite, weil damit Information in viel, viel besseren Weise transportiert werden kann. Versuche, das Notenbild vor mir zu sehen, um es dann im Idealfall blind zu spielen.
Ob man jetzt sagt, man sieht das Notenbild vor sich oder man sieht die Tasten vor sich, die man drücken muss, das ist analog. Da stellt man sich nur was anderes vor, aber das Prinzip ist das gleiche. Wir haben ja ganz verschiedene Speichermöglichkeiten oder Gedächtnisfunktionen. Über das episodische Gedächtnis haben wir schon gesprochen, also das Gedächtnis, das es einen in die Lage versetzt, Erlebnisse kontextuell einzubinden. Typisch wird immer der Fall genannt, man erinnert sich genau, wo man gewesen ist, als man die Botschaft bekommen hat, dass. Und dann gilt hier das Prinzip des One-Try-Learning. Einmal an einem bestimmten Ort ist etwas in diesem Gegenwartsfenster von ein paar Sekunden repräsentiert worden und dann ist es für immer in meinem Langzeitgedächtnis, im persönlichen Gedächtnis, wie man sagt, oder episodischen Gedächtnis repräsentiert. Dann gibt es die anderen, wo Wahrnehmungen gemacht worden sind, die in dem Moment, wo das Erlebnis war, nicht bewusst geworden sind, die aber trotzdem dazu beigetragen haben können, dass sie erschrocken sind oder sie sind wegen irgendwas furchtbar erschrocken und gleichzeitig war da noch was, was sie aber bewusst nicht wahrgenommen haben. Das kann aber trotzdem dazu führen, dass sie später, wenn dieses noch was wieder auftaucht, ihnen irgendwie unheimlich wird, aber sie wissen dann nicht, warum es ihnen unheimlich wird, weil sie das im deklarativen Gedächtnis nicht vorrätig haben. Und dann gibt es aber ganz andere Langzeitgedächtnisformen, wie nennen wir das prozedurale Gedächtnis, eine neue Bewegungsform lernen, ja? Das lernt man sogar besser, wenn das Bewusstsein nicht daran beteiligt ist. Nehmen wir an, zum Beispiel, ich lerne Golf spielen oder Tennisaufschlag. Da weiß ja jeder, dass wenn ich dann sozusagen das nur im Kopf repräsentiert habe, die Bewegung, der Bewegungsablauf gar nicht funktioniert. Und dann gibt es ganz flache Lernkurven, also dass man Monate, Jahre manchmal braucht, um besser zu werden. Da gibt es ja dieses unsägliche Wort der Übungsdisziplin. Das heißt, regelmäßig, also täglich, stimmungsunabhängig, möglichst konzentriert, effektiv am Instrument arbeiten. Wow. Also Sehen ist nicht nur auf Bewusste beschränkt, sondern hat einen nicht vorbewussten Anteil. Und dieser vorbewusste Anteil umfasst momentan alle Objekte, die auf mein Auge auftreffen. Aber nur wenige von diesen Objekten gelangen zur bewussten Repräsentation. Und welche das sind, wird durch Aufmerksamkeit geregelt. Und man kann sich da so einen schnell sich verlagernden Lichtkegelmechanismus vorstellen, der dafür sorgt, dass in einem ganz kurzen Zeitabschnitt ein Objekt meiner Umgebung in diesem Lichtkegel liegt, das gelangt zu Bewusstsein, und dann verlagert der Lichtkegel sich weiter, das nächste Objekt gelangt zu Bewusstsein. Und der wichtige Punkt dabei wäre, dass die interne Repräsentation der Umgebung, das was ich sehe, das ich bewusst wahrnehme, auf wenige Objekte zu einer Zeit beschränkt ist. Unsere und andere Experimente zeigen, dass die Zahl der Objekte auf ungefähr 4 beim Sehen eingeschränkt ist. Das heißt, wenn ich meine Augen aufmache, die Umgebung angucke, habe ich eigentlich nur Informationen über 4 Objekte in einem engeren Sinn bewusst repräsentiert. Wir gucken rum, wir denken, wir sehen 20 und 30 oder mehr Objekte. Woran liegt das? Das kommt vermutlich daher, dass unsere Aufmerksamkeit sehr, sehr schnell wechselt. In einem Bereich, der unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegt. Das heißt,
Wenn ich glaube, ich sehe mehrere Objekte gleichzeitig, mehr als vier, liegt es daran, dass ich rasch und sehr schnell die Aufmerksamkeit verlagert habe. Und zwar so schnell, dass der irreführende Eindruck entsteht, es wären mehr Objekte gewesen. Also man kann grob, wenn man die internen Vorgänge, die im Gehirn dann stattfinden, wenn wir unsere Augen aufmachen und Dinge sehen, in zwei Stufen unterteilen. Eine erste unbewusste Stufe sorgt dafür, dass wir alle Objekte, die gerade auf das Auge auftreffen, erstmal segmentieren, einteilen. Objektkandidaten berechnen, sagt man auch. Also eine grobe Gliederung der Szene vornehmen. Aber diese visuelle Information reicht noch nicht, um zu sagen, welche Objekte das sind. Wir wissen doch, dass das sind draußen Objekte, wir wissen ungefähr die Größe, wir wissen ungefähr die Farbe. Farb- und Größenberechnung ist geleistet, aber was nicht geleistet ist, ist die Erkennung von Farbe, Größe und Form. Und dazu braucht es eine bewusste Repräsentation. Unter diesen vielen Objekten, die in der ersten Stufe parallel berechnet werden, gibt es wenige, die durch einen Aufmerksamkeitsmechanismus zur Stufe 2 gelangen und dann zur bewussten Repräsentation. Immer dann, wenn ein bestimmter Hirnteil in einen Zustand der Bereitschaft oder Erregung kommt, dann wird dieser Gehirnteil elektrisch negativ. Das kann man messen hier mit Elektroden am Kopf. Und wenn der Gehirnteil etwas gehemmt wird, dann geht er in Richtung elektrisch positiv. Und das ist von Region zu Region, je nachdem, wo man gerade denkt, wo man etwas speichert, wo die Gefühle sind, ist es verschieden. Und diese Ströme, die nennt man langsame Hirnpotenziale, langsam heißt bei uns, was sich 100, 200 Millisekunden, also eine Zehntel, 15 Sekunde ändern sich die. So wie sich halt Gedanken und Gefühle ändern. Und die haben wir den Leuten vorgespielt und haben sie, wenn sie das, einen Teil des Gehirns negativ gemacht haben, haben wir sie dafür belohnt. Zum Beispiel mit einem Punkt oder mit Geld oder irgendwas. Und sie mussten auch lernen, ihr Gehirn positiv zu machen. Und das sehen sie auf einem Bildschirm. Wenn das Gehirn negativ wird, geht da so eine Rakete nach oben, so wie bei einem Computerspiel. Und wenn das Gehirn positiv wird, geht das Ganze nach unten. Und wenn sie es richtig schaffen, groß genug machen ihre Gehirnaktivität, dann sagt der Computer, gut, wunderbar, noch einmal. Ja? So wie bei jedem Computerspiel. Und das lernt man, ein gesunder Mensch lernt das in einer Stunde praktisch, zwei Stunden können sie das. Das geht relativ schnell. Schwieriger wird es zum Beispiel, wenn ich Ihnen beibringen will, jetzt machen Sie das rechte Gehirn negativ, und gleichzeitig machen sie das linke positiv. Also, dass sie praktisch gegensätzliche Zustände im Gehirn herstellen. Das lernen sie auch, aber da brauchen sie schon viel länger, 5, 6 Stunden. Okay, also erstmal die Elektrodenposition werde ich aufmessen, und zwar... Ja, okay. So, nicht erschrecken, geht hoch. In Ordnung? Ja, gut. Also er macht jetzt ein AMTX weiter, an dem er schon angefangen hat. Okay, Sie wissen ja, wie Sie weitermachen wollen. Wissen Sie das, Herr Borovic? Ja, und ich weiß auch, ich glaube, in etwa. Aber ganz genau weiß ich nicht. Der kommunikative Kontext ist wichtig und deswegen haben wir ja diese Experimente mit den ALS-Patienten gemacht, um zu zeigen,
dass man diese Selbstkontrolle dazu benutzen kann, um zu kommunizieren. Und das ist ja auch im Prinzip denkbar, dass man das sozusagen mit Leuten macht, die gestört sind. Denken Sie zum Beispiel an Autisten, autistisches Kind. Das kann nicht gescheit kommunizieren, das sagt immer dasselbe. Und wenn es einen Menschen sieht, wendet es den Blick weg, ja, weil es eine bestimmte Gehirnerkrankung hat. Und nun wäre ja denkbar, dass man mit unserem System, wo man direkt mit seinem Gehirn mit anderen kommunizieren kann, dass man sozusagen auf diesem Umweg, vielleicht wenn das Kind die normale sprachliche Kommunikation umgehen kann auf diesem Weg, dass es vielleicht dann aus seinem Gehirn plötzlich ganz normale Dinge rauskommt. Wir wissen wir ja nicht. Der Witz an dem Biofeedback ist ja wirklich, dass man das Organ des Körpers, das Denken erzeugt, dass man sozusagen dieses Organ selbst kontrollieren kann. Und das ist sicher neu, weil das konnte man bisher in der Geschichte der Menschheit noch nie. Weil niemand fühlt, was er denkt. Ich meine, ich fühle meine Gedanken, aber ich fühle nicht meine elektromagnetischen Änderungen, die diese Gedanken hervorrufen, die kann ich nicht fühlen. Wenn Sie aber jetzt Training machen, also ich habe das selber lange trainiert, ich weiß schon ungefähr jetzt, wo in meinem Gehirn was passiert. Ja, also ich weiß, wenn es negativ wird, das, nicht, dass ich das spüre, aber ich weiß es, ich habe es gelernt, genauso wie Sie eine Sprache lernen können. Ja. Also so, das ist im Grunde der Witz des Biofeedbacks. Ja. Diene nur als Kanal für die Energie und lasse weiterfließen zum Klienten, damit er sein Energiedefizit, das er eventuell hat, auffüllen kann und damit seine Energie wieder richtig fließt, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass er heil und gesund werden kann. Man kann nur an dem Muster ein bisschen was verändern. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man tief genug entspannen kann, in einen ganz tiefen Entspannungszustand, fast einen Trancezustand zu kommen, aber das sind nur Bruchteile von Sekunden. Und dann kann man aus dem kollektiven Unbewussten Informationen bekommen und kann so ein Muster komplett neu aufbauen. Und dann bringt der Heiler dieses Muster über dieses Delta-Fenster zurück in die Hirnströme des Klienten. Und der hat nun ein gesundes, gut funktionierendes Muster. Und solange das Muster hält, kann in seinem Körper natürlich ganz viel Positives passieren. Tja, wir reden da sehr oft drüber. Ich frage auch immer die Physiker, wenn ich ihnen begegne. Erst gestern habe ich wieder einen gefragt. Der hat mir dann einen Buch in die Hand gedrückt, das er geschrieben hat über Quantenphysik. Jeder macht ja die Erfahrungen, dass es Kommunikationsphänomene gibt, die extrem unwahrscheinlich sind. Dass man also irgendjemanden findet, den man sucht, unter Bedingungen, die so unwahrscheinlich sind, dass es rein ein Zufall nicht gewesen sein kann, dass ich Telefon abhebe und weiß genau, wer gerade anruft. Und es gibt viele solche Geschichten. Wenn es die gibt, also wenn das wirklich mehr ist als nur Zufall, denn selbst sehr unwahrscheinliche Sachen sind natürlich noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, aber wenn es die also tatsächlich als Phänomen gibt,
das nicht durch Zufall erklärt werden kann, wenn es also auf kommunikativen Prozessen zwischen räumlich weit entfernten Gehirnen beruht, dann müssen wir einfach derzeit passen und sagen, das ist dann in dem Beschreibungsrahmen, den wir zur Verfügung haben, nicht erklärbar. Das kommt da nicht vor. Wir können uns keine Wechselwirkung vorstellen, elektromagnetischer Art oder sonst irgendwie Gravitationswellen oder was immer. Also nichts von dem, was die Physiker kennen, was dem Rechnung tragen könnte. Und zur Erklärung der kognitiven Phänomene, die wir so dauernd untersuchen, visuelle Wahrnehmung, sprechen können, motorische Reaktionen, kommen wir auch ganz gut mit dem Bild von Nervenzellen hin, das wir derzeit haben. Und das stützt sich ausschließlich auf die bekannten biophysikalischen Größen. Da kommt auch dieses nicht vor. Wenn es das also gibt, dann ist da noch was, was uns bis jetzt allen entgangen ist und würde dann darauf hinweisen, dass unsere Beschreibungssysteme einen ganz wesentlichen Aspekt noch nicht berücksichtigt haben. So wie die klassische Physik die Quantendynamik eben erstens mal nicht brauchte, weil es dann noch nicht so genau zuging und halt auch nichts davon wusste. Ich habe lange geübt, bis ich so weit war, dass ich das Denken abschalten konnte. Das war also für mich zumindest ein langer Entwicklungsprozess. Und das hat mich viel Disziplin und Ausdauer gekostet. Weil ich denke, den Verstanden, das Denken abzuschalten, ist nicht einfach. Wir sind einfach so drauf programmiert, auf alle Reize auch mit Gedanken zu reagieren. Und es bedeutet ja nicht, dass ich kein Bewusstsein mehr habe. Phase Sie sind, dass Sie dann am nächsten Morgen aufgegangen sind. Jetzt wird es ein bisschen kalt und feucht, das ist schrecklich. Also ich glaube schon, dass man anders ist, weil man ja einen anderen Zugriff auf Bewusstseinsinhalte hat. Also im Tagesbewusstsein, im Wachbewusstsein, macht ja zwei Drittel des Lebens aus, sind wir eben sehr realitätsgebunden. Und in diesem Drittel der Nacht, des Schlafens, sind wir grundsätzlich nicht mehr realitätsgebunden. Wir haben zum Beispiel den Zeitfaktor gar nicht mehr. Wenn Sie sich daran erinnern, vielleicht jetzt selbst einmal, wenn wir träumen, haben wir eigentlich keine Zeitachse mehr. Wir können von gestern träumen, wir können aber auch 10 Jahre zurückträumen, wir können im Zeitraffer nach vorne wegträumen. Das ist zum Beispiel etwas, was ja sehr viel kreativer ist als am Tage. Wir können am Tage nicht die Uhr vor und zurückstellen. Also so ist für mich jetzt eigentlich dieser Drittel des Lebens ein Zustand, der sehr kreativ deshalb ist, weil er eben beides beinhaltet. Einmal den realistischen Gehalt des Überprüfens, was ist realistisch, gleichzeitig aber eigentlich einen Inhalt hat, der darüber etwas aussagen soll, was ist denn unbewusst? Was habe ich früher erlebt? Was ist emotional gefärbt? Also, ich denke, das ist so ein Flow zwischen Geist und Körper, der auch nicht irgendwie ausgeschaltet ist, sondern der nur einen anderen Zugriff aufeinander hat. Also rechtshirnige Anteile, da wo vieles gespeichert wird, wo sehr viel emotional überlagerter ist, kommt im Traum eben eher zutage als am Tage, wo ich im Wachbewusstsein bin und wo mein Gehirn ja völlig daran gebunden ist,
die Realität mit einschätzen zu müssen. Das heißt, ich muss wissen, ob ich gerade stehe, ob ich sitze, ob ich über die Straße gehen kann, ob ich aufpassen muss, ich passe auf meine Mimik jetzt auf und ähnliches. Und im Schlaf ist das ein wenig weiter weggerückt. Das heißt, es ist auch ein bisschen loserer, der Zusammenhang zwischen dem, der Realitätskontrolle, sag ich mal, und den nicht kontrollierenden Hirnanteilen. Ich denke, das ist so eine Geburtsstunde der Kreativität, so dieser Zustand des Bewusstseins. Die Zeit, die ist mir nicht genommen, die ist ja noch da. Irgendwo ist die in mir auch noch drin, denke ich. Ich habe halt momentan keinen Zugang dazu, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Weiß ich nicht, den werde ich wahrscheinlich auch nie bekommen, aber die Zeit ist in mir drin auch und irgendwas wird sie mir schon gebracht haben, schätze ich. Ich war total eingeschränkt. Ich meine, das merkt man dann natürlich, wenn man das nicht kann. Ich habe zuerst nicht mehr reden können, konnte mich nicht verständlich machen. Das ist natürlich furchtbar. Man möchte sich ausdrücken, aber kann das nicht. Es fehlen einem die Worte, es fehlt einem die Erinnerung. Das ist furchtbar. Also, man hat Gefühle, aber weiß nicht, wie man die jemanden verständlich machen soll. Das ist schlimm, einfach. Wo ist der Mensch, wenn ich jemanden sterben sehe? Ich habe mit dem gesprochen, eben Wesentliches, Großartiges, und 10 Minuten später sehe ich ihn einfach, wie er seinen Atem aushaucht. Wo ist denn der Mensch? Wo ist das Ich nachher? Wenn man diese Frage stellt, meint man üblicherweise damit, gibt es so etwas wie die Unsterblichkeit der Seele oder gibt es etwas, was unabhängig vom Leiblichen gedacht werden kann? Und das ist für mich ist das keine Denkmöglichkeit, also zu sagen, es gibt etwas, eine Instanz, die völlig getrennt von meinem jetzigen Hiersein gleichsam mich steuert, wie das zum Beispiel ja Descartes und andere Philosophen angenommen haben. Also ich bin in diesem erkenntnistheoretischen Sinne, glaube ich, ein pragmatischer Monist. Man kann nämlich, glaube ich, schon deutlich machen, dass alles, was man in irgendeiner Weise benennen oder experimentell beschreiben kann an subjektiven Leistungen, an Phänomenen, das kann auch verloren gehen. Also Wahrnehmungsprozesse, Gefühle, Erinnerungen, auch das, was man als Ich-Identität bezeichnen könnte. Ja. Das Gegenwartsfenster, alles kann verloren gehen. Und wenn etwas verloren gehen kann, dann muss es dafür einen aktiven neuronalen Mechanismus geben,
der es üblicherweise bereitstellt und der im Laufe der Evolution entstanden ist. Also, der Umstand, dass unsere psychischen Leistungen, die mentalen Phänomene, wie wir sagen würden, aus Hirnfunktionen heraus erklärbar sind, nimmt denen nichts von ihrem wunderbaren Charakter. Denn fragen Sie mal nach, was denn nun eigentlich Materie ist. Das zerfließt Ihnen ja auch zwischen den Fingern, wenn Sie genau hinschauen. Das ist dann irgendwann mal in der Quantenwelt, lässt sich zwischen Korpuskeln und Wellen nicht mehr richtig trennen. Das kann das eine und das andere sein. Zum Schluss ist Energie restlos in Materie und umgekehrt überführbar. Also ich glaube, wenn man die Materie nicht so trivial sieht, wie man sie zu sehen geneigt ist, wenn man nur das dazu rechnet, was man hier wirklich anlangen kann und dann auch noch das Unbelebte halt als das Eigentliche sieht, dann hat man da keine Schwierigkeiten. Jedenfalls ich habe damit dann keine Schwierigkeiten. Dann hat aber die Frage natürlich noch eine ganz andere Bedeutung. Gibt es im Prinzip die Möglichkeit einer Seele oder einer Instanz außerhalb meiner selbst? Und das ist ja ein anderer Kontext, eine andere Frage. Also wenn man heute, es geht auch natürlich in einen religiösen Kontext hinein, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass es alles das, was es hier auf dieser Welt gibt, also an Lebensprozessen, an der Evolution, der natürlichen Systeme, des Kosmos, des Lebens, der sozialen Systeme, dass alles dieses geschehen ist, ohne dass dahinter etwas steht, das es möglich gemacht hat. Ja? Und in diesem Sinne unterschreibe ich voll und ganz, was Albert Einstein kosmische Religiosität genannt hat. Also wenn man da nicht für offen ist, sozusagen, wenn man ein absoluter Agnostiker ist und glaubt, alles sozusagen ist Zufall, alles ist Zufall, und es gibt nicht ein Prinzip dahinter, wie immer wir das nennen wollen, dann... Also das kann ich nicht akzeptieren. Also dafür habe ich kein Gefühl, dafür habe ich keine Antennen. Ja. Also und wenn man sozusagen den Begriff Seele in diesem sehr allgemeinen Sinne auf diese kosmische Religiosität bezieht, die jetzt gar nicht individuell einen bestimmten Menschen sozusagen in den Blick nimmt, dann sage ich, ja, selbstverständlich, natürlich, muss es ja geben. Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ich trenne das nicht. Wenn ich vor Gott bete, dann bin es ich. Und dann merke ich manchmal, jetzt kann ich nicht einfach schnell hinknien und sagen, ein Gebet sprechen, merke ich, mein Inneres kommt noch nicht nach. Dann muss ich zur Ruhe kommen. Hin und wieder nochmals beten. Aber ich kann nicht sagen, jetzt muss ich unbedingt etwas für meine Seele tun. Das für mein Seelenheil. Das ist eine dichterische Sprache für mich, die ich im Alltag selber so nicht gebrauche. Ab und zu. Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Freude hat, darin zu wohnen. So etwas sagen wir schon mal, wenn ich die Leute einlade zum Fasten. Eine Woche. Und was tun wir dann? Wir essen weniger, wir kommen zusammen einmal am Tag meditieren. Und am Ende der Woche sieht man es den Leuten an, dass sie froher sind. Aber das sind sie selber. Kann ich sagen, jetzt habe ich ihre Seele, kann ich auch sagen, habe ihre Seele etwas Gutes getan, aber ich meine dann einfach ihnen, sie. Er sagt, die Sprache, die ich liebe, die ist knapp und
kurz und soldatisch. Und dann legt er los, seitenweise. Und dann sagt, ach, was mache ich denn hier? Ich habe gerade gesagt, ich liebe die kurze Sprache. Und ich habe jetzt losgelegt und ich muss jetzt unbedingt zurückfinden. Und dann sagt er, kurz. Bei ihm, der so zur Ausschweifung neigt, ist eines der häufigsten Wörter kurz. Und er sagt an einer Stelle, also kurz zusammengefasst, nicht? In Somme, nicht? En Somme. Und er sagt an einer Stelle, an nichts erkennt man die Kraft eines Pferdes besser, als wenn es aus gestrecktem Galopp zu einem glatten Halt kommt. Ja? Und diese Wechselbeziehung immer wieder zwischen dem, was er tut und dem sich selber ins und schreibt und sich selber ins Wort fallen. Das zwingt den Übersetzer dazu, auf gleiche Weise, also einmal die Diktion muss der Übersetzer ja sowieso versuchen, so wiederzugeben, aber es zwingt den Übersetzer gleichzeitig, immer wieder zurückzugehen und vorauszuschauen in den Text, um zu sehen, wie sich diese Ausschweifung integriert. Es geht ja hier immer über den Text, nicht wahr? Da ich ihn ja nicht in Fleisch und Blut kennengelernt habe, sondern nur in seinen Text. Ich habe mich in den Text hineinversetzt. Aber da der Text laut Aussage Montaigne identisch ist mit ihm, habe ich ihn als zum Text gewordenen, zum Buch gewordenes Wesen lebendig erfahren. Ein Forscher hat gesagt, Montaigne suchte sich und fand den Menschen. Und der Donald M. Frame, der führende amerikanische Montaigne-Forscher, sagt, überschreibt ein Kapitel The Humanization of a Humanist. Die Humanisierung eines Humanisten. Also er ging aus von der Antike, er ging aus von der antiken Bildung, von der antiken Philosophie, ging immer weiter in sich, überprüfte das anhand seiner eigenen Erfahrungen, wollte sich suchen und stellte fest, dass er ein Mensch wie jeder andere war in der Conditio Humana, in der Grundsituation. Und das bestätigte sich ihm immer mehr in den Beobachtungen, die er mit anderen Menschen anstellte. Das heißt also, ich muss Ihre Frage tatsächlich so beantworten. Jeder sieht sich in ihm, der ihn richtig und gründlich genug liest. Montaigne sagt es oft auch ausdrücklich, er sagt, man wirft mir vor, dass ich ausschließlich von mir rede. Nun, ich werfe den anderen vor, dass sie nicht mal über sich selber nachdenken. Denn wenn sie das täten, was ich täte, würden sie dasselbe feststellen, was ich festgestellt habe. Also dieser gemeinsame menschliche Nenner, immer wieder diese Conditio Humana. Ja, ich habe mich in ihm wiedererkannt. Ist alles, was nicht da dazugehört, ist fremd, ist draußen, sind die Objekte hier. Das heißt Frusti. So, das bin ich jetzt wieder etwas abgeschweift. Offensichtlich ist schon so viel Montaigne in mich gefahren. Wie funktioniert denn Scheiben, also wenn ich das wüsste? Dass man jetzt 1999 solide sagen könnte, wir wären in der Lage zu bestimmen, welche internen Zustände, welche Objekte die höchsten Valenzen für uns haben. Das gehört eher nur zum Bereich Science Fiction. Wie das alles genau geht und warum manche Menschen tief traurig sind und depressiv und warum andere Denkstörungen haben und sich offenbar mit der üblichen
mit dem üblichen Regelwerk, mit in dem wir zu denken gewohnt sind, nicht abfinden können und was Zusätzliches erfinden oder was völlig anderes für richtig halten. Das ist alles noch völlig unbearbeitet. Unverstanden. Bearbeitet wird es mächtig.